Haschee, Spinat oder Marille. Oberösterreich ist Knödelland. Es gibt hunderte verschiedene Zubereitungsarten. Die rund 1500 Besucher sind beim Marktfest in Wolfern quasi ins Knödelparadies eingetaucht. Wir haben österreichische Rezepturen, österreichische Rohstoffe. Wir produzieren hier im Jahr unter anderem um die 50 Millionen Knödel. Und dass das gelungen ist, gemeinsam mit der Gemeinde, mit den Wolferner Vereinen, hier auch den ersten Knödelsonntag aus der Taufe zu heben, einfach ein Zeichen der Verbundenheit, der guten Zusammenarbeit. Und das macht Spaß. Knapp 5000 runde Köstlichkeiten haben die Köche am Knödelsonntag zubereitet. Die Vereine in Wolfern unterstützen. Das Marktfest ist eigentlich das Fest der Vereine. Es helfen da viele Vereine zusammen und die Gemeinschaft und das Gemeinsame steht im Vordergrund. Und es verbindet einfach und beim Reden kommen die Leute zusammen und das ist typisch fürs Marktfest. Für ihn ist es ein Heimspiel, denn Landeshauptmann Thomas Stelzer ist aus Wolfern. Ja, wenn daheim was los ist, ist man immer gern dabei. Wenn noch dazu die Sonne lacht, ist das wunderbar. Aber zusammenkommen mit den Leuten, ein Gaudi haben, wie wir so schön sagen, trotzdem auch hören, was los ist, das ist ganz wesentlich auch für unseren Beruf. Und wichtig für das Wohlbefinden, denn gute Beziehungen zur Familie und den Mitmenschen machen nachweislich glücklicher. Das zeigt auch Künstlerin Birgit Würtinger mit ihren Bildern. Ja, Familie ist die Wurzel aller Dinge, ist ganz wichtig, verwurzelt zu sein. Und aus diesem heraus ist eben mehrere Figuren, wie es sich dann aus der Technik heraus ergibt. Ich male ja sehr intuitiv und dann entsteht Figur für Figur. Und die sind auf den Bildern meist in Gesellschaft, Seite an Seite, wie die Gäste am Marktfest in Wolfern. Uneinig sind die sich nur bei der Wahl der Lieblingsknödel. Ich liebe Knödel, ja, absolut. Am liebsten den Rauchkuchenknödel. Das geht zurück zu den Ursprüngen von Weinbergmeier und ja, ist mein Lieblingsknödel ganz klar. Ja, ganz unterschiedlich. Natürlich was Fleischiges, aber dann zur Nachspeise, so ein guter Marillenknödel, das hat schon was. Ich glaube, so ein Rauchkuchenknödel, den kann ich nicht nein sagen. Der Knödelsonntag. Für Wolfern auch ein Probedurchlauf für die Ortsbildmesse im kommenden Jahr.